Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu einem schönen alten Spiel. Wir machen hier Retro-Gaming, und zwar Resident Evil 5. Ja, und hier erstes Kapitel. Und zwar, ich habe alles schon durch. Das sind hier die verschiedenen Kapitel. Das geht bis 6.3. Und wir spielen hier jetzt alles nochmal. Und zwar, es gibt im Spiel normalerweise drei Schwierigkeiten: Amateur, Normal und Veteran. Und erst wenn du sämtliche Kapitel, also Level, alle auf Veteran geschafft hast, dann wird Profi freigeschaltet. Die schwerste Stufe und habe ich schon. Und ich will jetzt hier, man sieht hier, also erstes Kapitel 1.1. Und man sieht hier unter dem Bildchen die SSAS. Das sind die für die vier Schwierigkeiten, Amateur, Normal, Veteran und Profi, sind das die erzielten Wertungen von mir. Und ich will jetzt hier S erreichen, und zwar, also ich habe bei Amateur und Normal schon S erreicht und bei Veteran aber noch nicht. Bei Profi schon. Und jetzt spielen wir das hier mal einmal komplett durch auf Veteran und versuchen hier S zu kriegen. Und S ist die beste Stufe, super, oder ja, super. Und sonst geht's A, B, C. Also A ist ansonsten die beste, B ist schlechter, C ist die schlechte, ich glaube C gibt es auch noch. Also A ist sehr gut, und aber S ist am besten. Und was muss man für S machen, um Stufe S, Rang S zu erreichen? Man darf nie sterben. Das ist das Allerwichtigste. Wenn du einmal stirbst, wird zwar der letzte Kontrollpunkt geladen, aber du kannst Stufe S nicht mehr erreichen. Und du musst eine Treffergenauigkeit von so ungefähr plus minus 70% erreichen. Also drüber sein. Und einigermaßen schnell. Also die Schnelligkeit ist jetzt nicht so das Problem. Aber wie gesagt, niemals sterben und mindestens 70% Trefferquote. Das heißt, du darfst praktisch fast nie daneben schießen. Also du musst bei jedem Schuss den Körper oder Feind oder Gegner treffen, was manchmal leicht schwierig ist. Und da gibt es zwei, drei Tricks, und die erkläre ich jetzt gleich. Am besten fangen wir jetzt einfach mal an. Also Kapitel 1.1, so okay. Also ich will auf Veteran, warte, zurück nochmal, Veteran haben wir gesagt, gell? Da habe ich nur A. Gut, also Veteran. Also ich kann jetzt alles auswählen, weil ich hab's. Jetzt gehen wir auf Veteran. Und es ist so, man kann das zu zweit online mit einem Freund spielen. Und das habe ich jetzt gerade, weil es ist quasi ein Koop-Spiel. Also man kann mit zu zweit spielen. Online. Wenn dein Freund gerade oder Freundin oder männlich, weiblich, divers gerade nicht zur Hand ist oder gerade beschäftigt oder du keiner hat das Spiel, kannst du natürlich auch allein spielen. Und zwar, es sind die zwei Figuren, die Chris Redfield und Sheva Alomar. Und ich nehme, normalerweise nimmt man immer, ist an sich wurscht, wenn ich jetzt das nehme, also wenn ich alleine spiele, wird die andere Figur vom Spiel selber gesteuert. Das ist hier nämlich ein schickes Feature, das werden wir jetzt gleich mal begutachten. Ich nehme also jetzt mal den Chris. Und Netzwerkauswahl, ich bin zwar online, bin aber Koop einstellungsmäßig alleine. Angriffsreaktion, nein, was ist denn eigentlich mit Angriffsreaktion? Auf ihre Angriffe, ah ja, nee, das lassen wir jetzt mal so, oder? Unbegrenzte Munition kriegt man tatsächlich, das ist jetzt kein Cheat, sondern wenn man so und so viel, bestimmte Voraussetzungen erfüllt hat, kann man sich und kriegt man unendlich Munition. Das ist jetzt wirklich, steht hier ja, unbegrenzte Munition, ja. Also ich muss keine Munition mehr einsammeln. Hihihi. Denn wenn man es einmal komplett abgeschlossen hat und bestimmte, ich weiß es nicht, ich glaube, man muss es einmal komplett abschließen, glaube ich, oder? Dann kriegt man unbegrenzte Munition. Okay, gehen wir mal rein, lassen wir mal einwirken, bevor ich lang rede. Ah ja, und noch ein Trick. Ich habe, weil ich es ja einmal schon durchgebe, man behält alles. Auch wenn ich ein Level wiederhole und sammle was Neues ein, wird auch immer dazu addiert. Oder wenn ich es wegschmeiße, weggenommen. Also, aber prinzipiell kumuliert dein Inventar komplett. Also egal welches Level ich wiederhole, ich kann auch jedes Level 20 mal spielen, und wenn ich da 20 mal Granaten einsammle, habe ich 20 Granaten mehr. Was hast du denn da so? Ach, das ist, ja, gehört noch zur Musik. Kumuliert alles, und deswegen habe ich hier auch schon alle Waffen, und die könnt ihr jetzt verwalten.
Chris hat hier 9 Slots für Zeug und die Sheva hat auch 9 Slots für Zeug, zum Beispiel kugelsichere Weste. Man kann auch kaufen für dein Geld. Ich habe aber schon alles gekauft und ich kann, wie gesagt, auch verwalten. Unten ist mein Inventar. Rechts sind Schätze, die kann man verkaufen für Geld und mit dem Geld kann man dann wieder andere Sachen kaufen. Also ist an sich nicht schwer zu durchschauen. Und wichtig, wichtig, wenn du, wie gesagt, auf S spielen willst, dann solltest du mit dieser Hydra schießen. Das ist die Schrotflinte. Und die hat halt eine halbwegs Streuung. Das heißt, auch wenn man ein bisschen daneben schießt, trifft man meistens doch den Gegner. Und der Sheva haben wir auch schon die Streuung eingebaut, hier die Hydra ausgerüstet, damit beide hier auch immer gut treffen. Ich erkläre es nachher nochmal. Also ich bin jetzt hier fertig. So, und jetzt lassen wir mal den Einspann vorwirken, den Vorspann einwirken. Das ist hier der lustige Vorspann. Mit Gesänge. Haha, hallo. Voll witzig hier. Sage ich jetzt mal nichts hier. So, also jetzt kommt was Unangenehmes, bitte wegschauen. Also das ist jetzt hier nicht so angenehm, aber ja gut, ist ein, ja, das typische Resident Evil. Und wir sind diesmal in Südamerika oder wo? Nee, wo sind wir? Keine Ahnung. Gut, in der Savanne, Steppe, Afrika. Ach, ich glaube eher Afrika oder so, oder? Keine Ahnung. Ist auch wurscht. Gut, immer noch Vorspann. Das ist jetzt Chris. Man kann es nicht auf Deutsch umschalten, aber man kann deutsche Untertitel umschalten. Resident Evil 5 ist von Zweite Figur von Computer selber gesteuert. Welcome to Africa. Und das finde ich eine Ansicht, das ist die Sheva. Sheva Aloma, da schau her. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. Und das finde ich eine schicke Sache irgendwie. Finde ich ganz lustig. Just Chris, thanks. Man könnte, wie gesagt, auch zu zweit online spielen. Das habe ich bis jetzt nicht probiert. Weil keiner meiner Steam-Freunde hat das Spiel, komischerweise. Ich dachte, Resident Evil wäre so ein Gassenhauer. Also so ein Titel, ein Must-Have. Was gibt es noch für tolle Fremdwörter? Da ist die Jill Valentine. Ah ja, die Jill Valentine ist irgendwie, ja, die kommt später tatsächlich. Im Bossfight. Muss man die Jill Valentine, weil sonst ist ja die Jill immer die Hauptfigur auch. Also die kommt aber tatsächlich am Schluss, so viel darf ich verraten, müssen wir die retten. Also weil die ist besessen von dem Kollegen. Und die können wir dann, das werden wir noch erfahren. Soweit werden wir bestimmt noch kommen. Also, Afrika. Hey. Finger weg. Genau. Kein Grund für Afrika. So einer. Das ist die Sheva. Die sieht doch ganz interessant aus, oder? Und man kann auch verschiedene Klamotten, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, achso, nee, warte. Das ist ein Bösewicht. Der Vorgang. Ich kann nicht mehr. Jetzt geht's los. Abstand halten bitte. Schutzmaske aufsetzen. Wir greifen an. Na komm her. Jetzt. Also guckst du. This is Kirk. Krish,
Gut. Das bin Chris ich here. Jetzt. Coming in loud and clear, Kirk. Yes, we need you. Sheva. Gut, und wir müssen jetzt, bevor ich lang rumrede, hier mal, man kann auch die Landkarte einschalten, rechts oben, siehst du. Du brauchst hier gar nicht lang rumgehen, du gehst geradeaus, also da hinten haben wir angefangen. Du gehst zum Butcher Shop, also zum Metzger, einfach geradeaus rumrennen, geradeaus links vorbei an denen, zum Metzger. Da wollen wir jetzt gar nicht hinschauen. Hier zum Metzger, Butchery, da ist der örtliche, ja, örtliche Fleischlieferant. Da müssen wir jetzt rein, weil wir brauchen erstmal Waffen und ein Transistorradio. Warte, kommt da jetzt? Nee, das ist nur Video. Ich breche das sonst immer ab hier. Das ist jetzt nur ein Zwischenvideo. Kann man mal einwirken lassen und Teepause machen. Warte, ich mach Teepause. So, jetzt geht's weiter, oder? Komm her. Also, jetzt gehen wir zum Metzger, aber nicht vorne rein, sondern seitlich rein. Da blinkt rechts oben ja auch schon der gelbe Kreis auf der Minimap. So viel Englisch kann ich. Da jetzt rein in die Bude. Der verflötet einem was hier. Das ist der Metzger. Anquatschen. Good, you're both here. Come. Ja. Gut, jetzt müssen wir die Ausrüstung einsammeln. Warte. You too. This way. Also kein Steak einsammeln bitte, sondern auch kein Benzinkanister, sondern den Waffenarsenal, der die das Waffenarsenal bewahrt. Gut. Aha. Also ist doch optisch ganz bisschen. Da ist der Koffer. Da ist der Köfferchen. So, Freunde, einmal tief reingreifen. In die Wundertüte. Und wenn man schon mal durchgespielt hat, kann man nichts sehen, weil man ja schon hat. Und ich muss jetzt aber, damit ich hier wieder rauskomme, muss ich jetzt das ausrüsten. Die wollen wir ausrüsten. Und die Sheva hat schon ausgerüstet, diese Shotgun. So, jetzt dürfen wir rausgehen. Und jetzt hat die Sheva plötzlich was anderes an. Das liegt daran, dass ich der diese Klamotten hier verpasst, vorher schon. Das hat er sich jetzt gemerkt und hat sie auch wieder angezückt, der Spiel, der die dort spielt. Der Quatsch noch, gleich geht's los. Weiter geht's weiter. Irgendwas mit Weltuntergang, genau, ja, den kenn ich noch. Da jetzt ist die Sheva hier, hallo, im Büro-Outfit. Ja, und es ist so, die Sheva ballert einiges weg, nicht alles, aber wenn man jetzt vor allem, die trifft immer, die schießt nie daneben. Wenn du jetzt auf die 70% Trefferquote kommen willst, dann solltest du im Zweifelsfall warten, bis die Sheva ballert. Gut, also du kannst Dokumente einsammeln, die sparen wir uns jetzt mal. Wir gehen jetzt einfach mal weiter und ja. Aber ich weiß es ja, jetzt hier weiß ich es jetzt. Ich kann ruhig drunter quatschen, weil das ist ein Englisch hier. Und jetzt, Moment. Entschuldigung. Da habe ich mich verschluckt. Wir gehen einfach mal weiter. Da rein. Dann da durch einfach mal. Und jetzt warte, die Dokumente sparen wir uns jetzt hier. Da der grünes Kraut, wie üblich, weiß ich, aber ich habe schon Inventar voll. Jetzt, pass, einfach mal weiter. Genau. Jetzt müssen wir koopmäßig öffnen, schau her. Jetzt warte ich, bis die Sheva kommt. Und jetzt müssen wir da gemeinsam öffnen. Es kommt keiner, oder? Warte. Kommt da schon einer? Ah, jetzt kommt einer. Oh nee. Ja, ich breche sonst die Zwischenvideos natürlich immer ab. Also, ich sehe die jetzt quasi auch wieder zum ersten Mal. Grease, also stehen bleiben, oder? Oh nee, schau ja. Typischer.
Er ist ein übel Fiesling. Den muss ich jetzt abknallen. Wir werden noch einige abknallen müssen. Ja, gut, komm. Are you okay? Nee, wieder nicht mehr. Ja, komm, Junge. Ja. Die zwei. Also. Ach nee, der steckt jetzt. Ja, ich brech die Zwischenvideos sonst immer ab. Komm her. Ja, haben wir es jetzt dann. Wie gesagt, die Shotgun nehmen. So, und jetzt müssen wir einfach. What the hell just happened? Einfach. They didn't move like any zombies I've ever seen. Einfach. So, warte, jetzt zum Fenster rausspringen. Und jetzt danach kommt eine ziemlich große Anzahl von Zombelas. Jetzt warte, wir müssen. Wenn man nicht weiß. Wenn man nicht weiß, wo es hingeht, kann man einfach auch der Sheva folgen. Die weiß es meistens, wo es lang geht. Nämlich da lang jetzt kommen, aber jetzt kommen die aber, jetzt warte. Jetzt bitte immer gut zielen. So, mit der Shotgun sollte das aber halbwegs klappen. Und hier kommen ziemlich viele. Man soll aber auch viele, man muss aber auch eine Mindestanzahl von Gegnern erlegen, so ungefähr, um S-Rang zu erreichen. Also da warten wir jetzt mal, bis alle kommen. Und wie gesagt, ich habe unendlich Munition. Das ist jetzt nebenbei, einmal durchspielen kann man sich unendlich Munition. Der rote Kreis, der rote Kreis ist die Sheva auf der Minimap. Die ist jetzt hier, den Rest muss ich jetzt hier mal arbeiten. Die kommen alle von hier. Da können wir jetzt mal, ich lege jetzt mal, sag doch mal, bis der letzte kommt. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ein bisschen dauern. Wie gesagt, habe ich mit einem Schuss oft schon zwei Gegner. Hoppla. Oder drei. Warten wir noch ein bisschen. Warte. So. Jetzt können wir noch ein bisschen. Schauen wir mal die kleine bisschen üben. Wie gesagt, da ist so ein roter Punkt. Der hat so ein Zielrichter. Warte noch. Wenn so eine komische Musik ist, dann sind noch Gegner da. Erst wenn die komische Musik aus ist, ist kein Gegner mehr da. Der geht in die falsche Richtung. Hey, hallo. Warte mir mal. Au! Vorsicht, das ist eine Bombe. Au! Ja. Gut. Warte. Hau ich jetzt so. Da ist er jetzt, warte, da liegt ein Schatz da hinten. Ja, Musik ist aber noch da. Also kommen noch welche. Hier ist ein X, da muss man lang gehen, oder? So, Musik ist immer noch da. Hier, jetzt ist Musik weg. Wisst ihr, jetzt ist kommt keiner. Command Kirk. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? Roger on the locals. But your orders still stand. What does that mean? Was HQ expecting this? So, und da kann man jetzt, das kann man dann verkaufen für Geld, diese Schätze, um sich dann Waffen und alles zu kaufen. Wir müssen der Sheva hinterher. Dadurch, es ist, man kann sich fast selten, man kann sich kaum verlaufen. Und, oder auch doch, warte, jetzt müssen wir dadurch. Ja, komm her, mach mal. So, einfach mal weiter. Man sieht es ja auch auf der Minimap. Und jetzt müssen wir runter, wo das Gedärm raushängt, komm her. Alle. Und da geht es auch nur in eine Richtung. Man kann sich hier nicht verlaufen, nicht so richtig verlaufen. Da wieder rauf. Und da, wo das Gelbe blinkt, da müssen wir hin. Da könnte man Zeug nehmen. B öffnen, da muss die Sheva wieder helfen. So, jetzt warte. Entschuldigung. Ah ja, jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt kommt ein größerer Fight. Jetzt
Pforte. So, jetzt gehen wir da runter. Und da werden wir jetzt auch mal die Sheva in Action sehen. Die Kollegin. Ganz oben auf der Minimap gucken. So, da rein und dann beginnt der letzte Fight von dem Level hier. Lassen wir mal das Video noch laufen hier. Ah ja, oh, da ist der Busse. Der Harte da. Oh, oh. Der kommt. Kommt dann auch. Ach, das war der letzte, oder? Kinder, bitte wegschauen. Das ist nicht jugendfrei hier. Also, Gewaltdarstellung. Für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Batsch. Hoppla. Der kommt doch auch in irgendeinem Resident Evil Fernsehfilm, oder? Der mit der, wie heißen die, Wesker, nee, Adam Wesley, Winona Ryder, wie heißen die, Mila Jovovich. Jetzt kommen die aber leider zu mir. Und hier könnten wir jetzt, hier müssen wir jetzt eigentlich selber auch mal helfen. So. Jetzt geht's los. Wir müssen raus, raus aus dem Haus. Und jetzt kommen die alle. Und ich stelle mich dann immer in die Ecke hier. Da ist man halbwegs sicher. Hier reinstellen. Und jetzt kommen die alle. Jetzt schauen wir mal, dass die Sheva mal was macht. Hier, hallo, mach mal was. Man kann sie leider nicht befehligen in dem Sinn. Man kann nur sagen, herkommen oder so. Au, bitte nicht weggehen. Also ab und zu knallt die Sheva auch mal ein. Aber sie sammelt auch Zeug ein. Wisst ihr, also Geld, weil die hinterlassen immer Geld. Also jetzt, wir müssen hier jetzt warten. Das geht hier. Man muss hier, und bitte immer gut sehen. Denn der rote Punkt, siehst du, der rote Punkt. Hoppla. Aber mit der Shotgun ist es ein bisschen besser. Wir müssen hier jetzt eine bestimmte Menge von Gegnern umschießen, bis der Boss kommt, der Boss mit der Hacke. Nicht der da, das ist der andere. Irgendwann, jetzt kommt, wenn man eine bestimmte Anzahl erlegt hat, hier kommt dann der mit der Hacke. Sheva, mach auch mal was. Ich kann sie leider nicht direkt befehligen. Ich kann sie auch nicht erschießen, also keine Angst, also wenn man da in die Richtung schießt, also man kann, also das haben wir ja ausgeschaltet, oder? Also ich kann sie nicht verletzen, aus Versehen. Friendly Fire ist abgeschaltet. Wir müssen halt jetzt hier ein paar Kollegen noch umhauen. Sollte an sich rein gehen. Da stehen. Ja, Sheva muss auch noch was. Jetzt kommt die Meldung, jetzt warte. Jetzt kommt gleich der nächste. Das Tor muss aufgehen, siehst du? Das Tor ist noch zu. Ich muss hier durch. Aber das geht erst auf, wenn wir die achten großen Boss. Jetzt kommt der große Boss. Erst wenn der große Boss da war. Kann man. So, jetzt geht's Tor auf. Sieh, jetzt. Oh, jetzt kommt der mit der Achse. So, ja. Ein Simba kann es leider nicht nehmen, würde ich sehen. Das ist doch original, aber auch so in den Kinofilmen, Fernsehfilmen, oder? Jetzt können wir mal hier rausgehen. Wie gesagt, du kannst auch Kohle einsammeln oder Schätze. Jetzt geht und jetzt müssen wir auch wieder hier hinten warten, bis da hinten das Tor aufgeht. Da müssen wir jetzt auch erst wieder. Und du kannst auch so viel Ziel besser anschießen. Und jetzt müssen wir warten, bis das Ding aufgeht. So, Sheva, mach dich mal nützlich. Ja, die rennt immer weg. Also in manchen Leveln schießt die einiges weg, ja, aber hier im Ding ist es nicht so. Na, schieß doch mal. Du sollst den erschießen. So schießt es, aber in anderen Leveln, da haut sie schon was weg hier. Also, sie sammelt aber Kohle ein, immerhin. Aber jetzt, na komm, mach mal. Chevy, mach mal. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ins Feuer gehen. Man kann auch aufs Dach drauf gehen und so Scherze. Also ist wurscht. Ist
wurscht, die rennen dir aber hinterher. Also das ist, mit gut zielen, wenn du den S-Raum haben willst. Wir werden es jetzt gleich sehen. Hoppla. Es dauert noch, bis der, muss ich erst der Hubschrauber kommen, warte. Oh, oh. Ah, da hat sich selber einen auf die Flugtür von dem Bösen. Jetzt hat sie einen erschossen. Jetzt kommt ein, wenn sie sagt, no end, dann kommt der. Warte. Also schon mal. Ah, helfen, Leute. Ich muss da helfen. Help me, also wenn die Schäfer Hilfe brauche, du kannst das Zeug einsammeln noch. Gold. Gold und Silber liebe ich sehr. So, wir warten hier. Es geht nicht auf, siehst du. Von selber geht es nicht auf. So, so. Au! So, I owe you one. Also ich danke, ich bin dir zu Dank verpflichtet, sagt sie manchmal. I owe you one. Und sie hilft mir auch, wenn ich mal in der Klemme bin, dann hilft sie mir auch. Also wenn mich einer packt und ich nicht mehr rauskomme und sie ist gerade nicht selber gepackt, dann hilft sie mir. Super. So, jetzt müssen wir warten, bis der Hubschrauber kommt. Gut, kann noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, du kannst das Zeug einsammeln hier, aber ich habe das Inventar schon voll. Komm noch einige Dinge. Ah, jetzt hat die Sheva einen, der schießt. Hallo. Ah, help me. Quatsch. Thanks, Partner. I owe you one. Oh, da oben kommt noch einer. Komm her. So, wir müssen wie gesagt warten, bis der Schauer kommt. Jetzt kommt er. I'll be there shortly, just hang in there. So. Dann noch ein bisschen. Kann noch ein bisschen dauern. Man kann natürlich, sollte hier eigentlich auch mit Kopfschuss arbeiten, unsere Scherze. Also, aber hier mit der schicken Blinde, mit Streuung, ist das eigentlich gut machbar. Sollte das eigentlich gut machbar sein. So, gleich kommt der Schraubhüter. Dann da rüber. Na komm, da ist er. Wer will? Er hat noch nicht Find some cover, das macht er jetzt automatisch. So. Und dann sind wir gut. Ja. Da müssen wir jetzt nichts machen. So. Und Ende. Hahaha. S-Rang, ich habe ein S-Rang. Zeit, aha, ja, Zeit war, hätte besser sein können. Aber es hat gereicht. Siehste, Präzision 72%. Siehste, also ich bin noch einigermaßen halbwegs drüber, über 70%. Ich bin aber auch schon mal mit 69% S-Rang. Also besiegte Gegner, gestorben, man darf nie sterben. Also sonst kriegst du keinen S-Rang mehr. Und das hat jetzt hier unten gereicht für S-Rang. Prima. Wenn ich jetzt auf Weiter gehe, so gehen wir auf Weiter. Da kommt erstmal wieder das Inventar, haben wir fertig gelassen. Ja. Dann beginnt es weiter. Und das machen wir im nächsten Video. Okay? I owe you one. Aha. Chris, Sheva. It's time for Ralph team to go in. Hurry. So, das ist ja, da machen wir jetzt Schluss. Roger that. Da machen wir jetzt Schluss. Das ist das zweite Level. Da jetzt sind wir immer noch in der Bude hier. Gut, okay. Ah, jetzt sind wir am Bahnhof, oder? Die Sheva weiß den Weg meistens schon.
Der muss man eigentlich sonst nur hinterher rennen. Du kannst da unten noch Zeug einsammeln. Aber im Prinzip müssen wir das selber hinterher, das machen wir dann im nächsten Level. Gell? Herzlichen Dank für Speis und Trank. Seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und traget meine Botschaft hinaus in die weite Welt auf, dass es euch untergehen möge. Da ist die Schäfer schon drin. Ja, ich muss da außen hin. Und dann in den Kanal runter oder so. Also das machen wir morgen. Gell? Herzlichen Dank und tschüss bis...